In den vergangenen Tagen hat ein Schriftkundiger unser Evangelium auf drei markante Worte reduziert. Erkannt, verschwunden, geblieben. Das ist, wenn man so will, die Pointe dieses Evangeliums, das so sehr mit diesem Tag, dem Ostermontag, dem Tag in der Oktav, verbunden ist. Erkannt, verschwunden, geblieben. Es braucht einen langen Weg, bis man Jesus erkennt. Selbst für diejenigen, die mit ihm ganz vertraut sind, auch wenn sie nicht zum Zwölferkreis gehören. Kleopas und Co. Wir können uns selber darunter verstehen. Denn auch wir, wenn wir zum Gottesdienst kommen, wenn wir sagen, wir sind Christen, nicht, dass wir uns darauf etwas einzubilden hätten, aber dass wir uns selber so verstehen. Wir verstehen uns als Jüngerschaft Jesu. Es braucht einen langen Weg, Jesus zu erkennen. Die Augen sind uns oft genug gehalten. Aber wenn wir diesen langen Weg gehen, wir werden gleich noch einmal ein bisschen schauen, wie der denn aussieht, dann beginnt unser Herz zu brennen, weil wir seine Nähe spüren. Wo finden wir diese Nähe? Dieser zunächst Unbekannte, den man dort nicht erkennt, spricht eine deutliche Sprache. Wir können auch das, worüber die Jünger sprechen, nicht einfach darauf reduzieren, dass sie in ihren Problemen gefangen seien, so wie wir oft in unseren Problemen mit dem, was unser Leben schwer macht, dass wir darin gefangen sind. Darüber sprechen die Jünger nicht. Sie sprechen über Jesus von Nazareth. Das ist das Thema ihres Lebens. Ist es auch unser Thema? Beschäftigt es uns? Berührt es uns überhaupt noch, wenn wir uns Christen nennen? Für uns sind die Dinge so selbstverständlich geworden und damit, man traut es sich kaum zu sagen, banal. Ja, dieser Jesus, dann hat gepredigt, der hat ein paar Wunder gewirkt, dann haben sie ihn umgebracht und am Schluss ist er auferstanden. Ja, und? Liest sich wie irgendein Bericht in einer Zeitung, in einem Journal, wir nehmen das zur Kenntnis, auch als Christen, und dann machen wir trotzdem, was wir wollen. Liebe Schwestern und Brüder, so wird kein Emmaus, so ist kein Ostern, so ist kein christlicher Glaube. Dieser Auferstandene, der dort als Unbekannter mit den Jüngern geht, mit den Jüngern, die wirkliche Jünger sind, weil sie sich mit ihm beschäftigen, weil er das Thema ihres Lebens ist. Er sagt, wenn ihr mehr wissen wollt, wenn ihr nach den Antworten sucht, wir kennen das doch aus den Diskussionen, die wir führen. Ja, wieso ist denn dieser Jesus was Besonderes? Wieso ist er anders als Buddha oder Mohammed oder sonst irgendeiner? Oder warum ist das denn überhaupt wichtig? Wo finden wir die Antworten? Der Auferstandene sagt es. Ihr müsst schon in eure Bibel gucken. Wenn ihr die nicht kennt, sucht ihr ein Leben lang vergeblich nach den Antworten. Ihr werdet überhaupt gar nichts verstehen. Ihr könnt ein paar Überschriften übernehmen, manchmal hört ihr einen Satz aus der Predigt und wenn sie euch gefällt, nehmt ihr vielleicht den auch mit, vielleicht für eine Stunde, einen halben Tag und dann ist wieder gut. Aber es gibt keine Antworten, liebe Schwestern und Brüder. Die Antworten finden wir im immer wieder Lesen und Beschäftigen mit der Heiligen Schrift. Das ist das, was der Auferstandene hier diesen Jüngern zum Geschenk macht. Ihr müsst die Tora lesen, die Bücher Mose. Ihr müsst das ganze Alte Testament lesen. Ihr müsst die Psalmen beten, wenn ihr nach Antworten sucht. Und wenn ich das unbescheidenerweise einführen darf, nicht, dass wir hier alles richtig machen, deshalb sind solche Orte, und sie werden ja auch in der Kirche immer weniger verstanden, deshalb sind solche Orte wie unser Ort hier so wichtig, wo man morgens, mittags und abends das Wort der Schrift liest. Auch wenn man manchmal denkt, mein Gott, was haben die heute wieder für lange Lesungen, das nimmt ja gar kein Ende. Warum immer das, ist hier mal dasselbe? Wir befragen diese Texte. Wir sind auch manchmal müde. Und alle, die hierher kommen, sind manchmal müde und wirklich gefangen in den Lebensproblemen, die wir selber haben. Weil wir alles Mögliche in den Vordergrund schieben, nur nicht den, nach dem wir uns benennen, Jesus Christus.
Aber wir lesen sie, weil wir wissen, wenn wir darauf herumkauen wie auf einem alten Leder, fangen diese Texte irgendwann an zu sprechen. Sie setzen eine Energie frei, sie werden zur Nahrung und sie geben uns Antworten. Und als Jesus das hier Schritt für Schritt auf diesem langen Weg der 60 Stadien nach Emmaus mit seinen zwei Jüngern, die ihn zum Thema haben, tut, da beginnt ihnen das Herz zu brennen. Und sie werden auf das vorbereitet, wo es dann wirklich Knack macht. Es ist der Knackpunkt jeder Messe, liebe Schwestern und Brüder, wenn das Brot gebrochen wird. Denn so nannten die frühen Christen ihre Messe. Klassis tu achtu, man hört es im Griechischen klassis, man hört den Knack sozusagen schon heraus. Das Brechen des Brotes. Das kann man nicht verstehen, ohne diesen Weg gemacht zu haben. Ohne diese 60 langen Stadien gegangen zu sein in der Beschäftigung mit der Heiligen Schrift. Auch hier können wir die Frage stellen, bereiten wir die Kinder richtig vor auf diesen Knackpunkt, nicht nur der Messe, sondern des christlichen Lebens? Was wissen unsere Kinder? Und ich meine, schauen wir auf uns selber. Was wissen wir wirklich von der Heiligen Schrift? Wer kennt einen Psalm? Auch nur einen und betet ihn. Wer kennt ein biblisches Buch? Wir müssen heute einmal Theologiestudierende fragen, welche Bücher in der Heiligen Schrift sind. Sie werden ihre Überraschungen erleben. Wir wissen heute alles, wir beschäftigen uns mit so viel, wir beschäftigen uns mit Offenbarungen und dann ist es diese und jene Botschaft wieder, die uns beeindruckt und wir wissen nicht, was sollen wir davon halten, ist die echt oder nicht echt. Und wir setzen uns mit Novenen zu, alles schön und gut. Aber das Wirkliche, liebe Schwestern und Brüder, das Eigentliche ist das hier, ist die Beschäftigung mit der Schrift. Sie ist die Grundlage von allem. Weil wir in der Schrift dem Auferstandenen selber zuhören, der sich selber erklärt und uns zu einer Antwort verhilft, zu einer Antwort, die wirklich den Namen christlich verdient. Und deshalb erkennen Sie ihn, als er das Brot bricht und den Lobpreis gesprochen hat. Aber dann ist er verschwunden. Erkannt, verschwunden. Wir haben aber ein drittes Wort, geblieben. Ja, wo bleibt er denn? Die christlichen Kirchen, liebe Schwestern und Brüder, alle, die wahrhaft glauben und nicht in die Häresie abgedriftet sind, haben daran immer festgehalten, wo er geblieben ist. Man kann diese Frage eindeutig beantworten, denn die Messe beantwortet sie auch. Alles, was wir im Hochgebet nennen, die Rechtgläubigen, das heißt die orthodoxen, katholischen und apostolischen Kirchen, bekennen das. Er ist im Brot geblieben. Erkannt, verschwunden und doch geblieben. Die Jünger wissen das. Und die rechtgläubigen Christen haben daran immer festgehalten, trotz aller Anfeindungen. Und wenn man die Kirchengeschichte ein bisschen kennt, weiß man, wie viele eucharistische Streitigkeiten es gegeben hat. Und mit Verlaub gesagt, wir können uns sehr um die Einheit bemühen, auch mit den reformatorischen Gemeinschaften. Aber solange diese Gemeinschaften nicht zu diesem alten Glauben der Kirche zurückfinden, dass Christus geblieben ist in diesem gebrochenen Brot, kann es keine Gemeinschaft geben. Kann es auch keine Eucharistiegemeinschaft geben, die die Gemeinschaft der Kirche eben erst begründet. Es gibt nicht die Gemeinschaft in Kommissionen und Kompromissen. Es gibt die Gemeinschaft des eucharistischen Brotes, nichts anderes. Denn es ist die Gemeinschaft des Leibes Christi. Und wir sehen es in unserem Evangelium. Diese beiden machen jetzt nicht eine Emmauskirche auf und sagen, wir haben ihn erkannt, wir haben ihn erlebt, er hat uns was gesagt und wir bleiben für uns. Nein, sie werden zu den Aposteln zurückgeführt. Sie gehen in die größere Glaubensgemeinschaft hinein mit ihrer Erfahrung, die die Apostel nicht haben. Sie haben eine andere Ostererfahrung. Aber das, was sie eint, ist der Auferstandene, der erkannt wird in den Schriften,
der scheinbar dann verschwindet in dem Augenblick, wo wir ihn erkennen und festhalten wollen und der doch geblieben ist. Aber nicht abstrakt geblieben in einer Idee, sondern zuvorderst in jenem Brot, vor dem wir das Knie beugen, in jenem Brot, das wir verehren, in jenem Brot, von dem wir wissen, dass er leibhaft anwesend ist. Wir werden nachher in der Messe zum Offertorium, zur Gabenbereitung, dieses alte Lied von Friedrich Spee singen. Das ist der Versuch einer Antwort, das durchzudenken und in Gesang zu übersetzen. Ist das der Leib, Herr Jesu Christ, der tot im Grab gelegen ist? Wir sollten es aufmerksam singen in diesen Wochen, denn Friedrich Spee ist einer, der es für seine Zeit und für viele Zeiten, auch für unsere, versucht hat und der uns eine Hilfe gibt, diesen eucharistischen Christus, diesen leibhaftig gegenwärtigen Auferstandenen wieder neu zu entdecken, um zu erfahren, ja, wir können ihn erkennen. Und wenn er scheinbar verschwunden ist, ist er doch geblieben in jenem Brot, das wir empfangen dürfen, indem er sich gibt und zugleich uns in sich hineinnimmt. Und so kann es in rechter Weise Ostern werden, liebe Schwestern und Brüder. Jede Kommunion ist ein Ostern, da wir eingegliedert werden in seinen österlichen, auferstandenen Leib, um von ihm her und aus ihm her zu leben.